Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute mache ich etwas ganz Außergewöhnliches, eine Erdbeertorte zu einem besonderen Anlass. Bleibt dabei, schaut sie euch an, ich denke, sie wird euch auch gefallen. Folgende Zutaten brauchen wir dafür: 6 Eier, 250 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker, je 8 Gramm, 120 Gramm Mehl, 120 Gramm Speisestärke und ein halbes Päckchen, das sind 8 Gramm, Backpulver. Außerdem brauchen wir ein Päckchen Vanillepuddingpulver, das sind 37 Gramm. Das ist jetzt für einen Boden und für den zweiten Boden brauchen wir genau die gleichen Zutaten nochmal. Das heißt, alle Zutaten brauchen wir doppelt. Den Teig mache ich in der Küchenmaschine. Man kann ihn natürlich auch mit dem Handmixer machen. Zuerst gebe ich alle 6 Eier in die Rührschüssel. Den Zucker und den Vanillezucker, den gebe ich auch gleich sofort dazu. Jetzt werden die Eier mit dem Zucker 10 Minuten lang auf höchster Stufe geschlagen. Nach 10 Minuten sehen die Eier mit dem Zucker dann so aus. Dann nehme ich den Schneebesen auch raus, den brauche ich erstmal nicht mehr. Bevor ich jetzt das Mehl reingebe, habe ich den Backofen schon mal eingeschaltet. Und zwar auf 180 Grad Ober-Unterhitze und Umluft. Wer keine Umluft hat oder ohne Umluft machen möchte, der macht den Backofen auf 200 Grad an. Das Mehl, die Speisestärke und das Backpulver vermische ich so ein wenig. Jetzt werde ich diese Mischung einmal durchsieben. Das Puddingpulver gebe ich auch dazu und mische es auch einmal, siebe es auch einmal durch. Mit so einem Lochlöffel werde ich die Mehlmischung jetzt einmal hier so unterheben. Von unten nach oben immer so schön gleichmäßige Bewegungen machen. Und ich rühre jetzt so lange von unten nach oben, bis ich keine trockenen Zutaten mehr sehe. Sobald alles sich gut vermengt hat und keine trockenen Zutaten mehr zu sehen sind, kann ich auch aufhören zu rühren. Wenn keine trockenen Zutaten mehr zu sehen sind, ist der Teig fertig. Ich habe mir hier schon so ein Backblech zurechtgestellt. Der Backofen ist inzwischen auch vorgeheizt. Und jetzt gebe ich den Teig auf das Backblech und werde ihn ausbacken. Den Teig verstreiche ich jetzt schön gleichmäßig über die ganze Fläche. Wenn der Teig so schön gleichmäßig verstrichen ist, dann stelle ich ihn auch schon in den vorgeheizten Backofen. Der erste Boden kommt jetzt raus. So sieht er aus. Der war jetzt 20 Minuten drin. Da müsst ihr dann schauen nach eurem Backofen, wie viel Zeit ihr braucht. Wenn er so schön goldgelb, so bräunlich wird, dann ist er fertig. Allerdings dürft ihr am besten die ganze Zeit nicht die Backofentür öffnen, sonst wird er nicht so schön. Also bleibt dran, beobachtet ihn und guckt nach eurem Backofen. Ne? Also 20 Minuten war das jetzt bei mir, aber das kann unterschiedlich sein. Ich lege ihn jetzt auch sofort rüber auf ein Gitter. Und hier auf dem Gitter lasse ich ihn mit Papier zusammen auskühlen.
In der Zwischenzeit habe ich auch den zweiten Boden fertig gemacht und der geht jetzt auch in den Backofen. Jetzt kommt der zweite Boden raus. So sieht der aus. Jetzt lasse ich beide Böden hier so bis zu Ende auskühlen, damit die schön abgekühlt sind. Für die Creme brauchen wir 3 Becher Schlagsahne, das sind 600 Milliliter, 350 Gramm Frischkäse, 250 Gramm Mascarpone, 100 Gramm Puderzucker, 3 Päckchen Sahne steif und 3 Päckchen Vanillezucker, das sind je 8 Gramm. Die Creme mache ich mit dem Handmixer. Man kann sie natürlich auch mit der Küchenmaschine machen. Zuerst gebe ich die Schlagsahne in eine Rührschüssel und schlage sie etwa eine halbe Minute, bis sie ein wenig schäumig wird. Nach etwa einer halben Minute gebe ich auch schon den Zucker hinzu. Jetzt schlage ich weiter, bis sie schön steif wird. Die Sahne ist jetzt steif genug. So sieht es aus. Jetzt gebe ich die anderen Zutaten noch hinzu. Den Frischkäse mit der Mascarpone. Jetzt schlage ich noch etwa eine Minute weiter, bis es eine schöne einheitliche Masse entsteht und alles gut vermischt ist. Wenn die Masse sich gut vermischt hat und alles so schön einheitlich ist, dann ist die Creme jetzt auch fertig. Ich stelle sie so zur Seite und mache jetzt mit den Böden weiter. Zuerst ziehe ich das Papier ab. Dafür lege ich ein Stück Backpapier auf den Boden und bedecke ihn mit ein zweites Blech oder hier jetzt Kuchengitter. Drehe ihn einmal um. Jetzt ziehe ich vorsichtig das Papier ab. Wenn der Kuchen abgekühlt ist, geht das Papier auch ganz gut ab. Ich habe hier so ein Muster zurechtgeschnitten und damit werde ich jetzt die Herzen ausschneiden nach diesem Muster. Genauso schneide ich jetzt auch den zweiten Boden. Jetzt gebe ich ungefähr die Hälfte der Creme auf den unteren Boden. Und verstreiche sie schön glatt. Den Boden habe ich mir hier bereits auf so eine Unterlage gelegt, mit der würde ich das auch transportieren und das soll dann auch schon da drauf bleiben, der Kuchen. Deshalb habe ich das gleich darauf gelegt. Wenn ihr das jetzt woanders rauflegen wollt, müsst ihr es dann sofort auf den richtigen Platz legen, da wo es auch serviert wird. Jetzt streiche ich das noch schön gerade. Den werde ich jetzt hier mit Hilfe von 2 Tortenretter einfach rüberlegen. Gehe hier einfach so drunter auf beiden Seiten. Und dann platziere ich das schön drauf, dass es gut passt.
genau so. Und hier drauf gebe ich jetzt die restliche Creme und mache auch noch einen Rand von der Creme. Die Creme verstreiche ich jetzt auch schön gleichmäßig. Und streiche sie auch schön gerade. Jetzt gehe ich auch hier am Rand entlang und verstreiche auch hier die Creme. Hier ist ja einiges, was so rausgequollen ist. Ansonsten nehme ich hier vom Rand, von oben noch was und gebe hier so eine ganz dünne Schicht drauf, weil da kommen sowieso die Krümel drauf. Wenn ich die Torte soweit beschmiert habe, mache ich mir jetzt hier einige Krümel fertig, um am Rande Krümel zu machen. Dann nehme ich diese Reste, was ich hier hatte, von den vom Abschneiden und zerkrümmel die so in kleine Krümelchen. Und da mache ich mir dann so viele, wie ich dann später brauchen werde. Weil Verschnitt hat man ja hier viel von. Und dann kann man auch schön reichlich Krümel machen. Jetzt nehme ich meine Krümel und gebe die hier so auf dem Rand. Und zwar einfach so von Hand. Drücke die immer so schön fest, so dass sie ein bisschen bis nach oben kommen, bis auf die Torte praktisch. So den Rand bedecken und auch den oberen Rand der Torte. Und das mache ich jetzt so mit der gesamten Torte natürlich. Wenn ich die Ränder soweit alle mit den Krümeln bedrückt habe, werde ich jetzt hier so die restliche Krümel alles so von Hand einfach wegnehmen. Schön sauber machen sozusagen. Und immer dabei die Herzform schön betonen, dass es jetzt nicht zerdrückt wird. Jetzt habe ich mir hier einen Becher Schlagsahne, das sind 200 Milliliter, ein Päckchen Sahnesteif und ein Päckchen Vanillezucker. Habe ich mir das hier reingegeben in den Becher und schlage es einmal steif. Wenn die Sahne so schön steif geworden ist, dann höre ich auch auf zu schlagen. Jetzt habe ich mir hier ein Spritzbeutel fertig gemacht und gebe die Schlagsahne da rein. Jetzt gebe ich hier auf meinem Kuchen so kleine Tupfen hier am Rand, die ganze Torte entlang. Die müssen hier so schön nah beieinander sein, damit mir später der Tortenguss nicht wegläuft, wenn ich die Erdbeeren da reinlege. Und hier mache ich jetzt auch ganz betont unten die Spitze vom Herz. Ich mache jetzt auch hier von dem kleinen Herz hier so weiter den Gang, wie es hier so geht, ja, das kleine Herz.
Damit ich das hier schön ordentlich mache, halte ich mir hier das Herz drauf. Halte das hier einfach so drauf, die zweite Hälfte sozusagen. So. Und mache mir hier so ein kleines Muster, damit ich das ordentlich mache. So. Okay. So, die Torte ist jetzt fast fertig. Jetzt fehlen nur noch die Erdbeeren und der Tortenguss. Ich werde die Torte jetzt erstmal kühl stellen, damit die Sahne und alles ein bisschen fest wird. Und danach kommen erst die Erdbeeren drauf. So, der Kuchen hat jetzt kühl gestanden und ich werde jetzt die Erdbeeren draufgeben. Obendrauf kommt dann ein Tortenguss. Den bereite ich extra vor mit 2 Päckchen roten Tortenguss. Den koche ich dann nach der Anleitung auf der Packung, das werde ich hier auch nicht zeigen. Ich denke, das steht da ziemlich ausführlich drauf. Und jetzt beginne ich erstmal die Erdbeeren draufzulegen. Den Tortenguss habe ich jetzt fertig von 2 Päckchen Tortenguss. Und gebe ihn immer von der Mitte aus drauf. An dieser Stelle werde ich mich auch von euch verabschieden. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Macht diesen Kuchen auch mal nach. Man kann ihn natürlich auch rund machen oder eckig. Aber dieser ist nun mal zu einem besonderen Anlass. Ich wünsche euch alles Gute und sage euch bis zum nächsten Mal.